Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, es war natürlich eine interessante Bemerkung eben über die heutigen Vortragenden. Werner Orter, mein ehemaliger Assistent in Leipzig, Ägyptologie und Religionswissenschaft in Leipzig studiert hatte. Und dann auch hier den Herrn Grünschloss, der damals von zwei, drei Studenten in Chicago, als ich die erste Lectures halten sollte. Und da habe ich ihn kennengelernt und dass er jetzt hier heute mich mal einladen konnte, ist ja auch eine tolle Sache. Und mein letzter Schüler aus Marburg, der also zwar nicht über Gnosis gearbeitet hat, sondern über die Geschichte der Religionswissenschaft in der NS-Zeit. Das heutige Thema ist Ihnen bekannt, wenigstens ist es so formuliert worden, dass Sie wissen, um was es geht. Die gesamte Reihe war mir natürlich nicht so vertraut, dass ich darüber beurteilen kann, was bisher so an dem Thema Kosmologie, Kosmogonie, Weltschöpfung vorgetragen worden ist. Ich will auch heute erstmal vor allen Dingen für die vielleicht mit Gnosis sonst nicht viel zu tun haben, etwas auch Historisches und Wichtiges sagen, was der Hintergrund ist. Denn die heutige übliche wissenschaftliche Bezeichnung Gnosis oder Gnosticism, wie es die Engländer immer noch sagen, entstammt der frühchristlichen Zeit. Wir finden im 1. Timotheusbrief 6,20 den Ausdruck und hat einen heresiologischen Hintergrund. Ihre Vertreter wurden als Gnostiker, griechisch Wissende natürlich, bezeichnet. Das heißt Leute, die besonders von der offiziellen Kirche und ihrer Lehre abweichende Erkenntnisse und auch Verhaltensweisen verraten und durch eigene Schriften verbreiten. Aus den heute verfügbaren Quellen geht der Anspruch auf wahre Erkenntnis über die Stellung des Menschen und seiner Erlösung aus der materiellen Welt, die oft der Finsternis gleichgesetzt wird, hervor. Ihre Selbstbezeichnungen sind vielseitig. Geschlecht, Kinder oder Nachkommen des Seth, Kinder des Lichts, Kinder des Brautgemaches, Auserwählte, Heilige, Vollkommene, Fremde, das heißt in dieser Welt, Geistbesitzer, Pneumatiker, königloses oder unwandelbares Geschlecht, auch einfach Kirche kommt vor. Die in der heresiologischen Literatur verwendeten Benennungen beziehen sich vorwiegend auf die einzelnen Schulgründer, die Simonianer, die sich auf Simon Markus zurückführen, die Valentinianer auf den Valentinus, die Basilitianer auf Basilites oder die Markus, oder auf auffällige Lehrpunkte. Zum Teil sind das Ausdrücke, die die Heresiologen dann erfunden haben. Die Archontiker, die Barbelognostiker, die Ophiten bzw. Naasener, das heißt Schlangenverehrer, und die Anhänger des Seth, die Sethianer. Erst die neuere historische Forschung hat den Begriff Gnosis bzw. Gnostizismus als einen metasprachlichen Terminus für diese Gruppen gemeinsame Weltanschauung eingeführt und verwendet, oft zu Unrecht, auch darüber hinaus für verwandte Sachverhalte in der Religions- und Geistesgeschichte. Es hat in letzter Zeit durch einen amerikanischen Kollegen den Versuch gegeben, den Begriff überhaupt wegzuschieben und ihn vergleichen mit etwa Leute, die sich mit der Weltschöpfung beschäftigen. Aber das hat eigentlich nicht weitergeführt. Die Schwerpunkte sind bei Ihnen ein sehr stark ausgeprägter Dualismus von Licht und Finsternis, Gut und Böse, Geist und Körper bzw. Materie, der vorwiegend dazu dient, das Böse und Unvollkommene in dieser Welt zu erklären, und zwar durch ihre Rückführung auf einen Unfall, der nicht im Sinne des wirklichen, transzendenten Gottes lag.
Das ist das eine. Das andere ist der Glaube an die Rettung nach dem Tode, das bei der Schöpfung des Menschen, Adam ist da meist im Blickpunkt, in die körperliche Welt gelangten göttlichen Lichtfunkens. Damit wird meist umschrieben mit Geist oder Seele. Diese Rückführung soll durch das Wissen um diese Vorgänge, aber auch mit Hilfe von Erlösern, Christus sieht und so weiter, und die Zerstörung der irdischen Welt, dem Kosmos, am Ende der Zeiten. Und durch die Zerstörung der Welt wird dann die eigentliche Wiederherstellung der ursprünglichen Einheit der Lichtwelt erreicht. Charakteristisch ist die Vorstellung von einer am Anfang einsetzenden Abwärtsbewegung, einer Emanation durch die Selbstreflexion Gottes, die nicht nur zu einer Lichtwelt, einem Pleroma, führt, sondern darüber hinaus durch unglückliches, fehlerhaftes Verhalten niederer Kräfte zur Entstehung der sichtbaren Welt, das heißt einschließlich der Gestirne und Planeten, auch die gehören zur den Bereich der nicht erhaltbaren Welt. Die Erlösung besteht daher für die Gnostiker oder die Gnosis in erster Linie in der Befreiung von Körper und Welt, wozu nicht nur die Erkenntnis darum dient, wie das alles entstanden ist, die streng genommen den ganzen Bereich der gnostischen Mythologie bzw. Theologie gehört, niedergelegt in den Schriften, die wir von ihnen besitzen. Sondern es gehört auch dazu, das asketische Verhalten und bestimmte Rituale, über die wir leider nur wenig informiert sind, es sei denn solche Gruppen wie die Mandäer, die heute auch bei uns hier in Deutschland leben, die also dann die Taufe da noch regelmäßig jede Woche am Sonntag vollziehen. Die Gemeinden sind vorwiegend in die strengen Vertreter der Lehre, den Geistbesitzern, die also das meiste wissen, den sogenannten Pneumatikern, und den einfachen Gläubigen, den Seelischen, den Psychikoi, die oft mit dem Kirchenchristen gleichgesetzt wurden, geteilt. Und denen stehen gegenüber als quasi dritte Menschengruppe die irdisch Gesinnten, die Scheukoi, das heißt die Heiden, die gar nichts wissen. Historisch gesehen ist die Gnosis ein Produkt der antiken östlichen Mittelmeerwelt, die sich vermutlich im Kontext des frühen Juden- und Christentums gebildet hat. Ihre Anfänge liegen, das ist eine umstrittene Sache, im ersten Jahrhundert nach Christus. Ihre stärkste Verbreitung im Römischen Reich lag im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus, mit der Entstehung der christlichen Staatskirche im Westen, etwa im 3. Jahrhundert, Konstantin, setzt auch die gewaltsame Beseitigung der Gnosis ein, die allerdings ihre Wirkungen auf die Ausbildung des strengen Bischofs, der strengen Bischofsstruktur und auf einzelnen Zügen der christlichen Lehre, die asketische und die antiweltlichen Verhaltensweisen hinterließ und die Kirche als Schatten auch weiterhin in verschiedener Form begleitet, wozu etwa auch, den Sie heute noch dann näher kennenlernen werden, den Manichäismus und die mittelalterlichen dualistischen Bewegungen, die Katharer, zählen. Das Entstehungs- und Hauptverbreitungsgebiet der frühen Gnosis war nach den vorwiegend griechischen und koptischen Quellen, der östlichen und westlichen Mittelmeerraum. Bereits in den Anfängen der modernen Erforschung der Gnosis hat man zur Erklärung des strengen Dualismus die, wie man es nannte, orientalische Philosophie herangezogen, wobei man an den Iran bzw. den Zoroastrismus oder an den Buddhismus dachte. Im Verlauf der Arbeit und Entdeckung neuer Quellen kam es zu weiteren diesbezüglichen Theorien, von denen die des deutschen Philologen, hier in Göttingen lehrenden Philologen, Richard Reitzenstein, besonders einflussreich war. Aus den in iranischen Dialekten erhaltenen Turfan-Texten des Manichäismus
also die Funde, die im Dofan gefunden worden sind, in iranischen Dialekten, erschloss Reitzenstein ein iranisches Erlösungsministerium, so sein Buch von 1921, das die Grundlage der gnostischen Soteriologie gebildet habe, das heißt die Vorstellung von einem erlösten Erlöser. Auch wenn sich inzwischen diese Auffassung als haltlos erwiesen hat, da die verwendeten Texte, die er vor allen Dingen benutzt hat, eindeutig manichäischer Herkunft sind und sich von den iranisch-zoroastrischen Vorstellungswelt unterscheidet oder unterscheiden, haben andere Forscher an einen starken Einfluss iranischer Ideen festgehalten, wie etwa der sicherlich ein von Ihnen bekannte schwedische Religionshistoriker Georg Wiedengreen oder neuerdings wieder der italienische Iranist Gerardo Noli, der von einer iranischen Gnosis spricht. Nun lässt sich der Beitrag iranischer und zoroastrischer Sachverhalte zur Entwicklung gnostischer Literatur nicht ganz abstreiten, wie schon ein Blick auf die dualistischen Phänomene Geist und Körper, Licht und Finsternis, Gut und Schlecht, die Identität göttlicher und menschlicher Geisteskräfte oder Tugenden, die im alten Vorderen Orient sonst fehlende Vorstellung von einer Seelenreise ins Jenseits und die Idee eines Weltendes mit Weltgericht und so weiter. Dass derartige Traditionen nicht direkt aus dem iranisch-zoroastrischen Bereich vermittelt worden sind, sondern bereits in den vorchristlichen Jahrhunderten im Judentum rezipiert und weitergereicht wurden, ist heute die herrschende Ansicht. Schon Hans Jonas hat in seiner bahnbrechenden Arbeit über Gnosis und später antiker Geist festgestellt, dass es unter den von ihm angenommenen Haupttypen in der gnostischen Kosmologie einen syrisch-ägyptischen und einen iranischen gibt. Während der erste, der sogenannte syrisch-ägyptische, durch die Hauptmasse der überlieferten gnostischen Literatur repräsentiert wird, lässt sich der iranische Bereich durch das manichäische Erlösungsdrama darstellen. Bei dem letzteren, eben diesem manichäischen Erlösungsdrama, besteht die Voraussetzung von zwei unabhängigen Prinzipien, dem Licht und der Finsternis, beziehungsweise Gut und Böse. Bei dem ersteren, dem syrisch-ägyptischen, sind es komplizierte Emanations- und Fallbewegungen des Göttlichen, aus denen sich erst das Gegenprinzip entwickelt, das den Weltprozess initiiert. Als eine Mischform zwischen beiden, dem iranischen und dem syrisch-ägyptischen, kosmologische Spekulation stellt sich für Jonas die Kosmogonie der Mandäer dar. Ich muss da dann noch dazu noch was dann sagen. Im Großen und Ganzen ist diese Typologie auch heute noch zutreffend, auch wenn die Bezeichnung mit syrisch-ägyptisch nicht mehr so verwendet wird, sondern eher von einem emanationistischen Typ zu sprechen ist, wobei nicht zu vergessen ist, dass die Emanationsvorstellungen dem iranischen Typ nicht fehlen. Lässt man sich zunächst auf diese typologische Analyse ein und stellt dazu die Situation der vorhandenen Quellen über das Vorhandensein einer ausgeprägten Gnosis, abgesehen von dem ausgeprägten Vorhandensein einer Gnosis, abgesehen von aus dem Römischen Reich stammenden christlich-gnostischen Gemeinden zum Beispiel, so ergibt sich zwangsläufig die Feststellung, dass von Gnosis oder Gnostizismus oder Gnosticism im Bereich der vorislamische Iran nur beim Manichäismus, im Mandeismus und vielleicht noch bei einigen Zügen der Lehre des Mazdak, auf die ich nicht weiter eingehen werde, die Rede sein kann. Ich werde jetzt etwas sagen über die Voraussetzung des Manichäismus, weil wir da noch eine ausführliche Darstellung dessen Kosmologie und Kosmogonie noch hören werden. Der Mani und die Gnosis
der in der Nähe der persischen Reichshauptstadt Ktesiphon, das ist das griechische Seleukia, 216 nach Christus geborene Religionsgründer Mani, wuchs zwar in einer jüdisch-christlichen Täufergemeinde, den sogenannten El-Kasaiten oder wie es in arabischen Texten heißt, die Mochtasila, auf, in der es mit christlich-jüdischen, auch gnostischer Literatur vertraut wurde. Das zeigt aber in seinem ersten Werk, das 241-42 dem König Shabur, Shabur Hagan, eine gute Kenntnis der iranisch-zoroastrischen, speziell der zervanitischen Tradition. Zeit seines Lebens hat Mani die Grenzen zum Römischen Reich nicht überschritten, er war weder in Ägypten noch Syrien, sondern nur im Osten missioniert, in Medien, in Kuschan, Indien, Turan. Erst seine Jünger haben im Westen Gemeinden gegründet. Auch sein Ende 276 im Gefängnis geschah am Hofe Bahrams des Ersten. Die Verbreitung seiner Religion erfolgte vor allem im Persischen Reich bis nach Zentralasien, aber auch nach dem Westen, Palästina, Ägypten, Nordafrika, wo sie als persische Religion galt. Neben den koptischen Texten sind die in iranischen Dialekten, mittelpersischen, parthischen, sogdischen erhaltenen Literaturteile die wichtigsten Originalquellen des Manichäismus. Obwohl die iranischen Quellen zum größten Teil Übersetzungsliteratur aus der islamischen Ära sind, hat sich in ihnen, wie auch in den westlichen Quellen, das iranisch-zoroastrische Erbe erhalten. Schon die Benennung ihrer Religion mit Lehre von den zwei Wurzeln, Bunischen, und den drei Zeiten, zeigt dies sehr deutlich. Gemeint sind damit die beiden Prinzipien des Lichts und der Finsternis und die Perioden des kosmologischen Prozesses, die Mischung, Gumitischen, die Schöpfung, Wunderischen, die Trennung, Wissarischen. Auch wenn diese Einteilung nicht ganz dem zoroastrischen Vorbild entspricht, ist der Dreitakt der Weltentwicklung der zoroastrischen Tradition verpflichtet. Das Gleiche gilt für den dualistischen Grundgedanken, der die beiden gegensätzlichen Naturen des Guten und des Bösen nicht als Zwillinge, wie im Zervanismus etwa, und dessen Interpretation, sondern als selbstständige Wesen, die im Kampf um den Menschen, seinem Selbst, Manumat Ruvan, stehen. Der eigentlich gnostische Charakter des Manichäismus zeigt sich darin, dass die beiden Prinzipien, also Gut und Böse, Licht und Finsternis, jeweils mit Geist und Materie gleichgesetzt werden, das heißt mit Gut und Böse, Licht und Finsternis, Gott und Dämon, sind zugleich auch auf den Gegensatz von spiritueller und materieller Welt bezogen. Insofern vertritt Mani den gnostischen Grundgedanken einer Ablehnung des Körpers als nicht erlösungsfähig. Neben der Gabe und Tugend der Erkenntnis, der Gnosis, ist allein der asketische Weg der, der zur Befreiung der Seele führt. Es geht nicht nur um die Trennung von Licht und Finsternis, sondern um die von Geist und Materie. Das Ende der Welt ist zugleich die Beseitigung ihrer physischen Substanz und die Rückführung des göttlichen Lichts auf seine spirituelle Eigenart. In welcher Weise Mani sich trotz seiner originellen Verarbeitung von iranisch-zoroastrischen, christlichen und auch jüdischen Ideen der gnostischen Überlieferung bedient, zeigt ein Blick auf einige Teile seines geschmeidigen, anpassungsfähigen Systems, besonders aufgrund der koptischen Quellen. Die Schilderung des Vaters der Größe entspricht der des gnostischen Agnostas Theos, die Mutter des Lebens oder der Lebenden, der gnostischen Parhetra, sei diese Barbelo Sophia Zoe oder himmlische Eva, die Dreiheit von Vater, Mutter und Urmensch entspricht der gnostischen, mit dem Monogenes bzw. Christus.
Das Urmenschgeschehen in den manichäischen Quellen erinnert an das von Adam, sei es durch den Abbildgedanken, das Verfügungsmotiv oder die Erweckung durch den Glanz Jesus. Einige Gestalten wie Hyle, die Finsternis, Saklas, der Demiurg und dein Adamsohn Seth findet sich in beiden Bereichen, gnostischen und in den manichäischen. Die Ausrichtung der Erlösungslehre der Soteriologie auf den Geist bzw. die Vernunft, dafür gibt es verschiedene Namen, entweder Nous, Epinoia, Enoia, Pneuma und die Glieder des Urmenschen bzw. himmlischen Anthropos ist Gnosis und Manichäismus eigen. Das Gleiche gilt für die Stellung von Jesus Christus, der bei Mani als Glanz Jesus, Lichtbote und Lichtseele fest verankert ist, wie in der gnostischen Christologie, mit dem Pneuma Christus und Jesus als irdischem Erlöser. Der dabei erhobene heresiologische Vorwurf eines Doketismus, eines Scheinleibs, ist in der heutigen Forschung aufgegeben worden. Die Konsubstantialität von Erlöser, Salvator und zu Erlösenden, Salvandum, ist zentrale Vorstellung in beiden Bereichen, bei Mani noch stärker ausgearbeitet. Das Gleiche betrifft die Idee des Lichtboten, die die erlösende Botschaft auf Erden verbreiten. Bei Mani, Buddha, Zarathustra, Jesus in den gnostischen Texten, neben Baruch, Seth, Jesus, Zostrianos. Wir kennen ja aus den neuen, den Nakamati-Texten einen eindeutig zoroastrisch gestalteten Text, den Zostrianos. Schließlich sind die eschatologischen Vorstellungen, also die endzeitlichen Vorstellungen, sehr verwandt bei den Gnostikern und den Manichäern, sei es aufgrund der iranischen oder jüdisch-christlichen Vorbilder. Der neue Äon bedeutet das Ende der Finsternis. Und der Hyle, auch der Kirchenbegriff als Struktur der irdischen Gemeinde mit den Auserwählten, den Elekti, den Pneumatikoi und den einfachen Gläubigen oder Laien, den Katechumenoi bei den Manichäern, den Auditoris oder den Psychikoi, ist Gnosis und den Manichäern gemeinsam. Von Mani allerdings in konsequenter Weise weitergestaltet mit Aufnahme der Idee einer himmlischen Kirche. Zusammenfassend kann man sicherlich feststellen, dass die Lehre Manis entweder eine gnostische Religion auf iranischem Boden oder eine besonders iranische Religion auf gnostischer Basis gewesen ist, wobei die Gewichtung der einzelnen Komponenten nicht nur von der subjektiven Einstellung des Forschers bestimmt ist, sondern auch von der jeweiligen Ausprägung oder Fortbildung im Zuge der missionarischen Anpassung dieser singulären Weltreligion. Ich möchte jetzt noch etwas sagen über die schon erwähnte mandäische Gnosis oder die Mandäer. Denn sie sind eine Gruppe mit eigener Literatur, mit einer eigenen ausgebildeten semitischen Sprache und einer eigenen Schrift. Und die Mandäer sind durch diese entsetzlichen Zustände bzw. Vorgänge im Irak und Iran, wo über Jahrhunderte ihre Heimat war, vertrieben worden, sind in den USA, in Australien, in Deutschland, in Holland, auch in Schweden und so weiter zu finden, in kleinen und größeren Gemeinden. Diese mandäische Gnosis, wie man sie nennen kann, hat gegenüber dem Manichäismus keinen uns bekannten Gründer. Wir wissen über die Anfänge nicht sehr viel. Ihr Ursprung ist mangels ausreichender historischer Quellen nur hypothetisch anzugeben. In ihrer praktischen Form als einer Gemeinde mit ausgeprägten Wasserzeremonien, das heißt regelmäßigen Taufen,
nur in fließenden Gewässern, die werden dann Jordane genannt, entstammt diese Gruppierung wahrscheinlich im baptistischen Milieu frühjüdischer Gruppen des palästinensischen Jordangebietes, von wo sie spätestens im 3. Jahrhundert nach Christus unter König Artban, der für sie immer eine Rolle spielt, über Haran und dem medischen Bergland nach Mesopotamien und weiterhin nach Russistan, das ist also heute Iran, gewandert ist. Mit ihrer religiösen Ideologie gehören die Mandäer besonders zu einer besonderen Form der orientalischen Gnosis. Manda heißt im Mandäischen Wissen, mit einer eigenen Literatur, wie ich eben sagte, in mandäischer Sprache und Schrift. Im Mittelpunkt derselben steht ein strenger Dualismus zwischen der Welt des Lichts, Alma de Nura, und der Welt der Finsternis, Heshucha. Während erstere, die Welt des Lichts, von dem Gott des Lebens, so heißt der Name des höchsten Gottes, Leben, Hei, und den Lichtwesen, den Usri, beherrscht wird. In Letzteres ist die Finsternis, wird gebildet durch das chaotische Reich des Ur, das ist eine Art König der Finsternis, und dessen ebenfalls vorhandenen bösen Geistern. Und vor allen Dingen einem bösen Geist, das ist der Ruah, der Geist, ein Wort, was eigentlich im Semitischen sonst eine positive Bedeutung hat. Aber bei den Mandäern ist es negativ geprägt. Die irdische Welt, Tibil, entsteht durch ein abgefallenes Lichtwesen, das ist Dahil, auch der erste Mensch, Adam, mit Hilfe der bösen Mächte, der Planeten und der Tierkreiszeichen geschaffen und nur mit einer Seele ausgestattet, Nishimta, die vom Leben, vom höchsten Gott in den Körper Adams gestellt worden ist. Das führt überhaupt zum Leben Adams. Durch einen Erlöser, der sehr dominant ist bei den Mandären, Mandetehei, das ist die Kenntnis des Lebens, der informiert Adam dann über seine wirkliche Herkunft und das Wesentliche seiner Seele und wie er zurückkehren kann zum Lichtreich. Dieses Ereignis ist Vorbild für die Erlösung der Seele aus der Welt, die der Finsternis gleicht. Lichtboten, die neben dem Mandatehe es im Mandäischen noch gibt, wie Hivil, das ist Abel, Anosh, das ist Enosh, also biblische Namen, und Shitil, Seth. Sie belehren die Menschen darüber und helfen, die überirdischen Purgatorien, die Wachthäuser, das sind die Wohnhöllen der Planeten, der sieben, so werden sie genannt, und der zwölf, die zwölf Tierkreiszeichen, die muss die Seele überwinden. Das kann sie nur, wenn sie sich gläubig im irdischen und getreu den Vorschriften benommen hat. Und nur so kann die Seele in die Lichtwelt aufsteigen. Dazu dienen eigene Messen, Totenmessen und Totenmale. Auch die Taufen sind dafür notwendig. Erst am Ende der Welt führt die ursprüngliche Trennung von Licht und Finsternis wieder herbei. Und das ist auch so, dass zum Beispiel, das ist ganz typisch, traditionell, ich war ja mehrfach im Irak, die Friedhöfe der Mandäer sind eigentlich nur Gedenktage, Gedenkzeilen, und der Körper wird eigentlich nicht weiter wird begraben, aber das ist auch alles. Entscheidend ist die Seele, die nach einer bestimmten Zeit von Tagen aufsteigt und dann ihr Gang muss geprägt werden und begleitet werden durch bestimmte Zeremonien, deren Rituale wir auch haben. Trotz der antikosmischen Einstellung haben die Mandäer, die auch Nazoräer genannt werden, so in ihren ältesten Schriften, und die damit
die Araber nennen sie Thabir, in manchen Passbüchern der irakischen früher stand das dann auch drin, weil die Religion angegeben haben früher. Wie gesagt, trotz dieser antikosmischen Einstellung haben die Mandäer keine strenge asketische Lebenspraxis entwickelt, sodass sie sich eigenständig neben Juden und Christentum und Islam bis heute behauptet haben und eben wie gesagt vorhin erst seit den Golfkriegen 1980 bis 86 und 90, 91 auch in Europa, Amerika und Australien vorhanden sind. Die enge Beziehung zur iranischen Welt zeigt sich bei den Mandäern in zahlreichen Lehnworten bis in die kultische Sprache hinein. Auch zwischen Manichäismus und Mandäern lassen sich alte Kontakte nachweisen und bilden letztere, also die Mandäer, doch ein bis heute erhaltenes Stück der südmesopotamischen Täuferwelt, in der Mani einst aufwuchs. Das wissen wir aus dem dem Kölner Mani-Kodex. Das dualistische Konzept mit seiner antikosmischen Ausrichtung ist beiden gemeinsam und unterscheidet sich von dem des Zoroastrismus. Insofern kann auch bei der mandäischen Gnosis nur im übertragenen Sinn von einer iranischen Gnosis gesprochen werden. Ja, ich habe das jetzt erstmal so hingestellt. Es ist zum Teil historisch, vielleicht für manche von Ihnen sagen, das kennen wir alles. Es war mir aber wichtig zu sagen, dass der Zusammenhang der gnostischen Überlieferung und der gnostischen Gruppierungen, also einerseits durch unsere Literatur und die Quellen, von denen die wir haben, und dann eben durch diese heute noch von den Mandären repräsentierte Vorstellungswelt, wobei es kann sein, dass in Deutschland, in Nürnberg, ist das Zentrum der Mandäer eine anerkannte Religion. Und die sind sich heute, die kann man eigentlich heute nicht im strengen Sinne als Gnostiker bezeichnen, denn sie bilden Familien, sie sind keine Asketen, was ihnen nicht erlaubt war, früher Musik zu hören und sowas. Das waren also Dinge, die man nicht machte und so weiter. Das hat sich auch geändert. Wie gesagt, das sind Praktiken, die ich nicht hier weiter ausführen möchte, bloß darauf hinweisen, dass wir also eine Gruppe jetzt auch in Deutschland haben, die also eine Tradition hat, die also zurückgeht. Wir haben die ältesten Quellen, die wir genau literarisch und zeitlich, chronologisch festlegen können, sind die mandäischer Schrift erhaltenen Zaubertexte, die Zauberschalen, die man immer gefunden hat bei den Ausgrabungen meistens, den oberen Schichten. Die kommen, die ältesten Nachweise sind aus dem dritten Jahrhundert nach. Ja, ich werde mich jetzt, glaube ich, beenden und werde also Sie dann höchstens noch fragen können, oder dass Sie mich fragen, was Sie noch wissen möchten. Auch wegen der Texte. Ich hatte mir auch einige Texte vorgenommen, wo man die gnostische Darstellung der Kosmogonie, die ja sehr bilderreich und sehr umfangreich ist, dann noch einmal nachschieben kann. Jetzt möchte ich aber meinem Kollegen und früheren Schüler und Freund Herrn Otter das Wort geben für die Manichäer. Ich danke Ihnen. Ihr May, würde der Bayer sagen. Das war ja ein Hymnus war das ja. Meine Damen und Herren, einen recht schönen guten Abend. Den Veranstaltern danke ich für die großzügige Einladung. Ich bin froh, dass ich hier mal wieder vor Ihnen sprechen darf. Diesmal nicht über das Judas-Evangelium. Ich beginne etwas unorthodox mit einem Zitat aus, Sie werden es nicht erraten, Wilhelm Busch. Bilder zur Jobsiade entstanden 1872. Diesen Hinweis habe ich übrigens von einem ehemaligen Göttinger Kollegen, Herrn Jürgen Horn von der Ägyptologie. Im theologischen Examen des Kandidaten Hieronymus Jobs heißt es da: Nun folget Herr Käffer, der geistliche Herr, seine Frage schien zu beantworten schier schwere.
sie betraf der Manichäer Ketzerei und was ihr Glaube gewesen sei. Antwort: Haha, diese einfältigen Teufel glaubten, ich würde sie ohne Zweifel vor meiner Abreise bezahlen noch. Ich habe sie aber geprellet doch. Über diese Antwort des Kandidaten Jobses geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Und das andere Zitat ist aus einem Studentenlied aus dem Deutschen Kommerzbuch, 16. Auflage 1928. Da heißt es doch, der Titel des Liedes, der flotte Bursch. Die erste Strophe lautet: Lasset die verdammten Manichäer klopfen, ich verriegle meine Stubentür, denn der Gestank von solchen Widerhopfen kommet meiner Nase unerträglich für. Und der Refrain lautet: Vor den Ferien zahle ich niemanden aus, nach den Ferien wird erst recht nichts draus. Ich habe Ihnen diese beiden Zitate gebracht, einfach um Ihnen zu zeigen, dass die Manichäismusforschung auch eine fröhliche Wissenschaft sein kann. Ganz abgesehen davon, dass es hier zu einer Bedeutungsveränderung, zu einem Bedeutungswandel gekommen ist. Denn Manichäer in dem von mir zitierten Sinne, das waren Gläubiger, die daran festhielten, dass der Beliehene, mit Geld Beliehene, doch nun seine Schulden doch zurückzahlen möge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber heute unser Thema ist ein anderes. Fragen nach Herkunft und Entstehung der Welt, nach ihrem Sinn und Zweck und nach der Stellung des Menschen darin, werden auch im Manichäismus gestellt, jener im 3. Jahrhundert unserer Zeit gestifteten Erlösungsreligion. Die Antwort darauf kann zwar je nach Textgattung und je nach Blickwinkel unterschiedlich akzentuiert werden, die Begründung freilich liefert allein der manichäische Mythos. In ihm werden dem gläubigen Manichäer seine Erlösungsbedürftigkeit und die Begründung seiner Erlösungshoffnung vor Augen geführt. Der Kern, von dem her im Mythos Erlösungsbedürftigkeit wie Erlösungshoffnung entwickelt werden, ist das Dogma von den zwei Prinzipien und den drei Zeiten. Sie bieten das Deutungsmuster auch für die manichäischen Aussagen zu Weltentstehung und Schöpfung. Ein Blick darauf zeigt, wie die abschließende und konsequente Systematisierung der spätantiken Gnosis, wie Robert Hart den Manichäismus einst charakterisierte, sich hier vollzogen hatte. Vom Mythos war die Rede. Mythos im Manichäismus ist mehr als nur einfach Göttergeschichte, wie wir es etwa von der griechischen Mythologie her kennen, und auch nicht einfach nur Fabel oder Märchen. Der Begriff Mythos ist weitaus komplexer und kann, zumindest was den Manichäismus anbetrifft, in dreifacher Hinsicht definiert werden. Erstens, seinem Inhalt nach bietet er Aussagen über entscheidende Ereignisse der Urzeit. Zweitens, seiner Form nach sind diese Aussagen schriftlich fixiert, werden also nicht mündlich tradiert. Und drittens, seiner Funktion nach ist er archetypisch, das heißt vorbildhaft und sinngebend, da er den Menschen zeigt, wie sie zu leben haben und vor allem, warum sie so zu leben haben. Hinzu kommt im Manichäismus dann noch die Verbindung zwischen Mythos und Ritus. Diese Verbindung ist relativ locker. Das heißt, der Mythos kann in bestimmten kultischen Handlungen nachvollzogen werden und gibt diesen Handlungen dadurch erst ihren tieferen Sinn. Andererseits ist der Mythos aber nicht von vornherein auf einen Ritus hin angelegt oder konzipiert. Manis Mythos gilt bei den Manichäern als wahr und universell, denn er erklärt, begründet und beglaubigt. Wenn wir also etwas über Kosmogonie und Schöpfung, unserem Thema, im Manichäismus erfahren wollen, müssen wir den manichäischen Mythos befragen. Ich tue dies, indem ich mich auf Aussagen der koptischen Originaltexte stütze, die ich weit besser überblicke als etwa die iranischen oder auch chinesischen Manichaiker.
Die mir zur Verfügung stehende Zeit erlaubt mir indes nur eine Skizze, in der freilich die wesentlichen Züge nicht fehlen werden. Nur zur Erklärung, Koptisch ist die letzte Sprachstufe des Ägyptischen, schriftlich fassbar etwa im 2., 3. Jahrhundert nach Christus, gesprochen natürlich schon viel eher, aber wir wissen nicht wann. Und man bediente sich des griechischen Alphabets unter Hinzufügung von 6 bzw. 7 Sonderzeichen aus dem Demotischen, auch einer Sprache des innerhalb der ägyptischen Sprach- und Schriftentwicklung. Weltentstehung und Schöpfung erfolgen laut manichäischem Mythos nach dem scheinbar erfolgreichen Coup, den die Finsternismächte gegen das Licht gelandet hatten. Es war ihnen nämlich gelungen, den gegen sie entsandten Lichtboten, den Urmenschen, zu überwältigen und sich seiner lichten Glieder, die ihm als Waffe und Rüstung dienten, zu bemächtigen, womit die uranfängliche Geschiedenheit von Licht und Finsternis durchbrochen und der Zustand einer Vermischung beider erreicht ist. Wenn ich von einem scheinbar erfolgreichen Coup spreche, dann deshalb, weil die Niederlage des Urmenschen vom Lichtreich gewollt war und seine Entsendung als durchdachte Präventivmaßnahme geplant war, mit der der drohende Einbruch der Finsternismächte in das Reich des Lichtes verhindert werden sollte. Hier haben wir einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Vorstellungen gnostischer Schulen über das Entstehen des Bösen und die Existenz des Bösen und dem Manichäismus. Der Manichäismus geht ganz strikt davon aus, dass das Licht nicht gefallen ist, sondern durchdacht entsendet wurde, weil es bedroht war durch einen Angriff der Finsternismächte. Dieser Gedanke findet in verschiedenen Bildern seinen Ausdruck und zieht sich, soweit ich das überblicken kann, durch nahezu sämtliche manichäische Originaltexte, welcher Abfassungssprache auch immer. Wir haben alttürkische Texte des Manichäismus, wir haben chinesische Texte des Manichäismus, wir haben iranische Texte des Manichäismus, wir haben griechische Texte des Manichäismus, wir haben einen lateinischen Text des Manichäismus und wir haben die koptischen Texte. Neupersische auch übrigens. Mit der also scheinbaren Niederlage des Urmenschen und der Fesselung seiner Lichtglieder steht das Lichtreich jetzt vor neuen Aufgaben. Zunächst gelingt es ihm, den Urmenschen aus den Fängen der Finsternis zu befreien. Dies geschieht durch den Erlösungsruf, einen Aufruf zu befreiender Selbsterkenntnis, dessen Annahme gewissermaßen die Voraussetzung für die Rettung ist. Seinen Erlösungswillen bekundet der Urmensch mit einem Hören. Mithilfe einer vom Lichtvater eingesetzten Triade wird der Urmensch zwar gerettet, doch seine Lichtglieder müssen vorerst noch in der Finsternis bleiben. Um diese Lichtglieder oder auch Lichtpartikel nun stufenweise von ihrer Vermischung mit der Finsternis zu befreien und ins Lichtreich zurückzuführen, muss der Kosmos als Maschinerie der Lichtausscheidung geschaffen werden. Damit stehen wir bereits an der Schwelle zur eigentlichen Kosmogonie der Weltentstehung. Mit der Aufgabe der Weltschöpfung wird jetzt der lebendige Geist betraut. Er ist die letzte Gestalt jener Triade, die zur Befreiung des Urmenschen geschaffen worden war, und bildet aus den vermischten Elementen den gesamten Kosmos. Aus den Mächten der Finsternis werden 10 Firmamente und 8 Erdschichten geschaffen. Daran werden die Archonten gefesselt. Archonten, dieser griechische Terminus, bedeutet so viel wie Herrscher, Statthalter und Ähnliches und ist nach manichäischem Wortgebrauch negativ konnotiert. Die Archonten stellen die handelnden Mächte der Finsternis. Weiter entstehen aus den Finsternismächten 4 Berge. Den Raum zwischen den Firmamenten und den Erdschichten nimmt ein gewaltiges Schöpfrad ein, das Sphärenrad, Sphaira oder Sternenrad genannt. Mit diesem Rad wird das unten gereinigte, ausgeläuterte Licht nach oben weitergeleitet. Fest mit diesem Rad verbunden sind die Tierkreiszeichen und die Planeten. Auch sie sind aus den finsteren Elementen gebildet und ihrem Wesen nach Archonten. Abschließend schafft der lebendige Geist
Sonne und Mond. Sie sind die einzigen aus reinem Licht bestehenden kosmischen Größen. Der lebendige Geist setzt Sonne und Mond als Lichtschiffe an der Spitze des gesamten Kosmos ein. Ihre Aufgabe ist es, das von der Sphaira geschöpfte Licht aufzunehmen, zu reinigen und an das Lichtreich weiterzugeben. Damit ist der Kosmos, die sichtbare Welt, geschaffen. Mit ihr, mit dieser sichtbaren Welt oder mit ihm, dem Kosmos, steht dem Lichtreich jetzt ein geeignetes Instrument zur Ausläuterung aller vermischten Lichtelemente zur Verfügung. Das ist auch der Sinn und Zweck der manichäischen Kosmogonie. Zugleich aber ist die errichtete Welt ein Gefängnis und eine Fessel für die Finsterniskräfte. Die Archonten werden, indem sie das Baumaterial für den Kosmos liefern, gebändigt, ihre Aktionen verlieren an ursprünglicher Aggressivität. Hier sei noch einmal betont, dass die Schaffung der Welt im Manichäismus streng genommen nicht das Werk eines mit negativem Vorzeichen versehenen Demiurgen ist, also eines Schöpfers wie etwa in anderen gnostischen Systemen, sondern die Schaffung der Welt geht aus dem Heilsplan des Lichtvaters hervor und ist de facto ein Werk des lebendigen Geistes. Der lebendige Geist aber gehört, ich sagte es bereits, den berufenen Kräften des Lichtvaters an, der sogenannten zweiten Berufung. Sie haben im Handout mal so eine kurze Übersicht über die Gestalten des manichäischen Mythos, damit Sie wissen, wovon eigentlich die Rede ist, wenn ich hier die Begriffe so in den Raum schleudere. Was die sichtbare Welt allerdings mit den Kräften der Finsternis verbindet, ist ihre äußere Gestalt, denn die Bausteine der Welt hatte man ja gerade aus den Archonten gewonnen. Dieser zweigeteilte, ja geradezu dualistische Charakter manichäischer Weltauffassung wird oft nicht berücksichtigt, wenn man die manichäische Welt als eindeutig negativ charakterisiert. Die Welt als Reinigungsapparatur, als Erläuterungsinstrument muss nun in Bewegung gesetzt werden. Dazu bedarf es einer weiteren Emanationsreihe des Lichtvaters. Sie führt zu einem neuen mythografischen Abschnitt, nämlich zur Heilslehre der Soteriologie. Diese Feststellung ist wichtig, weil in diesem mythografischen Abschnitt die Entstehung des Menschen verankert ist. Damit ist angedeutet, welcher Stellenwert dem Menschen nach manichäischer Anthropologie zukommt. Es tritt nun die heilspraktisch zentrale Figur, wie sie Hans Jonas einmal nannte, auf den Plan. Dies ist der sogenannte dritte Gesandte, der dritten Berufung des Lichtvaters entspringt und der sich jetzt mit den mythischen Gestalten einer weiteren Dreierreihe, die er entstehen lässt, an die endgültige Ausläuterung der in der Finsternis haftenden Lichtteile macht. Allerdings sind seine Bemühungen nur teilweise von Erfolg gekrönt, denn die im Laufe seiner Aktion entstandene Pflanzen- und Tierwelt ist eine neue, diesmal weltliche Art der Lichtfesselung, die den Ausläuterungsprozess noch schwieriger gestaltet und ihn hinauszögert. Mythografische Details hierzu erspare ich mir und Ihnen und wende mich stattdessen gleich der Anthropogonie zu. Das erste Menschenpaar ist Adam und Eva. Beide werden von ein und demselben Finsternispaar gezeugt. Gestaltet sind sie allerdings nach dem Bild des dritten Gesandten, dessen leuchtendes Abbild die Finsterniskräfte in der Höhe sahen und sogleich begehrten. Obgleich also nach seinem Bilde gezeugt, entsteht das Menschenpaar doch ausdrücklich gegen den Willen des dritten Gesandten. Ich habe auch einen Text dazu im Handout. Das ist das Kapitel 55 der sogenannten Kephalaia.
Seite 135, Zeile 14 bis 26. Das finden Sie da auch. Ich habe es in dem Handout, habe ich die einzelnen Texte zur Anthropogonie, Kosmogonie, zur Dreizeitenlehre mal immer zusammengestellt, damit Sie dann gleich wissen, wo Sie, was Sie eigentlich, wenn Sie suchen, was Sie eigentlich suchen und wo Sie es finden. Die Bildung von Adam und Eva ist ein letzter, verzweifelter Versuch der Archontenschaft, dem drohenden Entzug ihres Lichtraubes wirksam zu begegnen und ist zugleich Höhepunkt der Lichtfesselung. Adam dient den Finsternismächten als Bollwerk gegen jede weitere Lichtausschöpfung, denn in seiner Seele konzentriert sich der größte Teil des Lichts, das seit der Niederlage des Urmenschen in der Welt gefangen gehalten wird. Deshalb ist Adam über alle anderen Schöpfungen der Welt erhaben. Durch seinen Körper, der nach dem Bilde des Kosmos organisiert ist und seine lichte Seele fesselt, gewinnt die Hülle, die Materie, die Finsternis, Einfluss auf Adam. Adam wird ihr zum Werkzeug, wobei die Hülle hofft, durch ihn ihre Herrschaft in der Welt zu festigen, denn Adam ist der Prototyp aller Geschöpfe und zusammen mit Eva Zeuge der Menschheit und der menschlichen Nachkommen. Das Erlösungswerk des dritten Gesandten konzentriert sich jetzt also folgerichtig auf Adam. Zu Adam wird der sogenannte Glanz-Jesus entsandt. Er klärt Adam über alles auf und führt ihn damit zur erlösenden Erkenntnis, zur Gnosis. Die an Adam im Mythos ergangene Offenbarung, die ihm seinen und des Menschen doppelten Ursprung enthüllt, nämlich die Herkunft von Geist, sprich Seele und Körper, wird nun durch Mani, den Religionsstifter, auch jedem einzelnen Menschen mitgeteilt. Mithilfe der Makrokosmos-Mikrokosmos-Vorstellung, also der Vorstellung, dass der menschliche Körper in seinem Aufbau eine Art Welt im Kleinen sei, woraus zugleich folgt, dass sich im menschlichen Körper dieselben negativen wie positiven Prozesse abspielen wie in der großen Welt. Mithilfe dieser Vorstellung also wird dem Menschen gleichzeitig auch die heilsgeschichtliche Notwendigkeit und Bedeutung seiner eigenen Erlösung vor Augen geführt. So wie der Kosmos einerseits als Maschinerie der Lichtausscheidung konzipiert worden war, andererseits aber zu einer immer stärkeren Fessel für das Licht wurde, Stichworte etwa Fauna, Flora, Erschaffung des Menschen, so steht es genau umgekehrt mit dem Menschen als Kosmos im Kleinen. Denn die Erschaffung des Menschen war ursprünglich mit dem Ziel erfolgt, das in der Welt noch vorhandene Licht zu fesseln und in einer Art Gegenschöpfung zum dritten Gesandten zu konzentrieren. Gerade dies aber macht den Menschen zur stärksten Waffe der Lichtkräfte bei der Verwirklichung ihres universellen Läuterungsprogrammes. Also eine, würde ich sagen, manichäische Dialektik, die hier dem innewohnt. Das Fazit lautet also, und damit komme ich zum Schluss meiner Ausführungen, die Schaffung der Welt ist nach manichäischer Vorstellung ein Werk der Lichtkräfte und nicht das eines negativ konnotierten Demiurgen, also Schöpfers. Sie erfolgt nach göttlichem Heilsplan als Instrument der Lichtausläuterung. Darin liegt manichäischer Kosmologie zufolge auch ihr hauptsächlicher Sinn und Zweck. Ihre physische Beschaffenheit aber verdankt die Welt den Finsterniskräften, den Archonten, aus denen sie materiell besteht. Demgegenüber ist der Mensch ein Produkt der Finsternismächte, trägt jedoch die höchste Konzentration gefangenen Lichts in sich. Dies setzt ihn in den Stand, bei der Lichtbefreiung am effektivsten mitzuwirken. Voraussetzung dafür ist allerdings seine Bereitschaft zu befreiender Welt- und Selbsterkenntnis, der Gnosis, sowie eine daraus resultierende Lebensführung, wie sie den Manichäern in einer Reihe von Geboten vorgeschrieben wird. Allerdings hat der Mensch die Freiheit, wenigstens theoretisch, den an ihn ergangenen Ruf zur Gnosis
als der Voraussetzung seiner Erlösung auch abzulehnen. Dann allerdings mit allen Konsequenzen einer endgültigen Verwerfung. Der Mensch als untrennbarer Teil der Welt ist für ihr Schicksal mitverantwortlich. Dies ergibt sich fast zwangsläufig aus seiner besonderen Stellung im Läuterungsprozess des Lichtes. Als letztes Mittel der Lichtfesselung gedacht, wird er zugleich zum effektivsten Läuterungsmittel insofern, als sich in ihm das meiste Licht konzentriert. Mit der Erlösung des Menschen können demzufolge auch die meisten Lichtteile befreit werden. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Auflösung und Erlösung der Welt. Denn die Welt soll, oder aus der Welt sollen ja sämtliche Lichtteile herausgeläutert werden. Der Zustand der Vermischung von Licht und Finsternis unterliegt nach manichäischem Dogma einer kontinuierlichen Zeitabnahme. Diese wird dabei von einer zunehmenden Ausläuterung des Lichts begleitet, die schließlich das Weltende herbeiführt. Für das manichäische Menschenbild von ganz wesentlicher Bedeutung ist dabei, dass die Drei-Zeiten-Lehre die Schaffung des Menschen in der sogenannten dritten Zeit erfolgen lässt, also zu einem Zeitpunkt, da sich das Ende der Welt bereits ankündigt. Daraus folgt, dass der manichäische Gläubige in ständiger Naherwartung des Weltendes und damit auch seines eigenen Endes lebt. Welches Schicksal ihn im Einzelnen erwartet, wird allerdings von einer sittlichen Lebensführung abhängig gemacht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.